Herr Professor, darf ich dabei bleiben? Was sind demagogische Tricks? Also, das sind Arten des Sprechens, die noch nicht ganz erforscht sind, von denen aber einiges sich sagen lässt. Etwa die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder das absolute Ziel, das absolut gut ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen: Ich bin ja wie ihr. Ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Das wurde doch. Sie haben überhaupt keinen Anstand. Sie erklären hier die darf ich jetzt folgen? Es bleibt die Frage nach der Gewichtung. Wenn eben hier der Wohlstand verloren geht und die Menschen fragen, warum dreht ihr nicht einfach an dem Gashähnchen? Warum löst ihr nicht zuerst mein Energieproblem, mein Kostenproblem und dann kümmert ihr euch um die Ukraine? Was antworten Sie? Erstens, weil es dazu führen würde, dass der russische Krieg gegen die Ukraine wahrscheinlich länger dauern würde und damit die Probleme länger dauern, weil wir dann die Kriegsmaschinerie noch mal stärker mit Geld füttern würden. Zweitens, weil wir es gar nicht in der Hand haben, weil nämlich die Sanktionen gar nicht gegen russisches Erdgas erlassen worden. Die gibt es nämlich gar nicht. Nämlich die Bedingung von Putin ist, wir hören auf, die Ukraine zu unterstützen. Mhm. Das muss man einmal ganz klar sagen. Man kann mit Putin darüber verhandeln. Aber die Bedingung ist, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine und werfen die Ukraine einem faschistoiden System zum Fraß vor. Das ist die Bedingung. Das heißt, Herr Lafontaine sagt hier, ich will für billiges Gas, dass die russische Armee in der gesamten Ukraine morden und vergewaltigen darf. Das ist sozusagen das, was er von der Regierung verlangt. Und das muss man mit der Klarheit sagen. Und ich glaube, wenn Sie die Leute fragen würden, wollen Sie wirklich für billiges Erdgas, dass in der Ukraine Kinder vergewaltigt werden? Und das wäre die Konsequenz, wenn wir keine Waffen mehr liefern würden, würden die Leute Nein sagen. Welches Bild, noch bevor es losging, hatten Sie denn vom Russen? Wir hatten vom Russen fast kein Bild. Ja, es wurde uns überall von unseren Vorgesetzten immer wieder gesagt, die Russen wären Untermenschen.